Wir hatten eine schwache letzte Woche und der Start dieser Woche ist auch nicht wirklich viel besser, denn der Kurs scheint weiter nach unten zu fallen. Wir sehen das hier auf Tagesebene, das hier jetzt der Dow Jones. Und da sehen wir schon, dass der aktuelle Tag, also wenn man die Nacht, die Morgenstunden mit dazu nimmt, bis zum aktuellen Zeitpunkt, nicht sehr verheißungsvoll. Wir sind ziemlich tief. Also eine Fortsetzung dessen, was wir zuletzt gesehen haben. Darauf will ich gar nicht so sehr ein auf das größere Bild, denn dazu hatte ich ja ein extra Video gemacht. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, sonst schaut es euch super gerne an. Auf YouTube und Finanzmarktwelt ist das zu sehen und da ist der übergeordnete Blick auf die Indizes, die globalen Indizes dann verzeichnet. Wir wollen den Fokus jetzt mal bringen hier auf den 5-Minuten-Chart, auf das kurzfristige, für all diejenigen, die heute Nachmittag was tun wollen. Und da sehen wir schon, dass wir in der Abwärtsbewegung immer noch sind. Das deutet sich ja hier im Tageschart an. Wir sind nahe dieser Tiefs, die inzwischen allerdings, da wir ja schon immerhin mehrere haben, dieser Levels hier, eine gewisse Unterstützung eben bietet. Das lässt zumindest mal offen, dass wir vielleicht doch ein bisschen mal hier rebouncen, weil erstens multiple Tiefs zumindest mal ein wenig dafür sprechen und diese Abwärtsbewegung hier. Ich will euch das mal im Minutenchart zeigen und damit gleich verbunden. Ich weiß, dass viele nicht auf Minute handeln und ich will euch gar nicht dazu bringen, im Minutenchart zu handeln. Ich möchte euch aber dazu bringen, wenn ihr auch intraday mal einen Blick drauf werft, mal ruhig das feine Bild euch anguckt, zum Beispiel im Minutenchart, dann seht ihr nämlich, dass diese Abwärtsbewegung ganz klar abwärts ist, wie man unschwer ja hier auch erkennen kann. Aber ihr seht schon, dass diese Abwärtsbewegung Gegenbewegung hat, die ganz schön überschneiden. Der ist höher als der. Auch hier gibt es wieder eine Überschneidung mit dem. Das heißt, diese gesamte Abwärtsbewegung sieht für mich aus wie eine Korrektur. Das heißt, entweder ist das Teil einer Korrektur, sprich, das ist eine Aufwärtsbewegung, die einigermaßen stark ist, das ist eine Korrektur. Na, dann müsste es nach der Korrektur ja nach oben gehen. Oder aber es ist immer noch in Trendrichtung, insbesondere wenn der jetzt noch tiefer geht, dann ist immer schnell die Vermutung, ah, das ist doch in Trendrichtung noch eine Fortsetzung. Ja, aber korrektiv in Trendrichtung ist eigentlich immer dann eine Geschichte, die am Ende steht. So, also ein Ending Diagonal, so heißt das Ganze, ist ein Zeichen, dass die Abwärtsbewegung, also diese Trendrichtung, zu Ende ist und dass die Bewegung anschließend nach oben geht. Ihr seht also, dieses Ding hier ist ein gutes Indiz, ist kein Beweis, um Himmels Willen. Wir sind hier leider nicht in der Beweisführung, das wäre zu schön und zu einfach. Aber es ist ein Indiz dafür, dass in Bälde die Aufwärtsrichtung ein Thema werden kann. Zumindest mal im kurzfristigen Chart. Nicht jetzt notwendigerweise Minute. Es kann durchaus sein, dass es heute den ganzen Tag uns begleitet und vielleicht auch noch ein, zwei Tage drüber hinaus. Also da besteht die Chance. Das alleine ist jetzt dieser Hinweisgeber. Für aktive Trader wäre jetzt, oder für mich sagen wir mal so, ist es jetzt natürlich dann nochmal interessant zu sehen, macht er das dann? Also was ich da sehen will, ist ja, ich mache das mal groß, dann seht ihr das nochmal besser hier, dieses Korrekturverhalten. Was ich dann sehen möchte, ist eigentlich irgendwie so ein Schub hoch, dann dreiwellig, ist häufig korrektiv oder eben so krummbucklig, um dann so diese Gegenrichtung. Das wäre eine wunderschöne Einleitung. Ihr seht, das funktioniert auch im Minutenchart. Hier habt ihr eine starke Abwärtsbewegung, hier habt ihr eine A, B, C Aufwärtsbewegung und die Fortsetzung nach unten. Und hier ist es ja grundsätzlich ähnlich, was die Korrektur angeht, auch wenn das wohl eher eine Seitwärtskorrektur hier ist, aber ihr seht, das Grundprinzip geht auch auf Minutenbasis, auch wenn man das häufig nicht sinnvoll umsetzen kann. Denn meistens ist es dann so, dass der Markt sehr schnell ist, dann die Gebühren eventuell oder der Spread einen zu großen Anteil hat. So, ich will das also nicht so sehr jetzt für eine direkte Trading-Ankündigung, das ist sowieso nicht das Video für konkrete Ankündigungen, sondern das ist das Video, um euch die beste Voraussetzung geben, damit ihr auf eigene Faust diese Sachen sucht. Ansonsten stellen wir ja immer wieder auch Trades vor, das soll aber jetzt ja in diesem Video euch eher eine Anleitung sein, wonach ihr gucken könnt, wie es aussieht, damit ihr selber auch den Spaß habt und auch vor allem die Übung erlangt, es selbstständig eben zu sehen. Also, erste gute Voraussetzung, wir haben hier mehrere Tiefs, die eine Unterstützung bieten. Das ist fragwürdig, ist aber zumindest mal gegeben. Das zweite ist, dass die Abwärtsseite ganz schön korrektiv aussieht. Also entweder eine Korrektur ist oder aber selbst wenn es keine Korrektur ist, ein Ende klassischerweise dieser Bewegung. Und wir sehen das ja hier ebenfalls mit den Überschneidungen hier und da und hier ebenfalls. Also auch im größeren Bild sieht es so aus, als ob das Ganze, was wir hier nach unten haben,
die Chance auf ein vorläufiges Ende. Wenn ich von Ende rede im Minutenchart, rede ich nicht von jetzt auf zu neuen Allzeithochs, sondern ich rede davon, dass eben in dieser Zeitebene hier für mehrere, für viele dieser Zeiteinheiten, also für viele Minuten, die wir da haben, der Kurs hochgehen kann, sprich vielleicht heute im Laufe des Nachmittags, vielleicht bis in die Abendstunden hinein. Vielleicht geht das Ganze sogar, weil wir sehen das andeutungsweise ja hier auch im 4-Stunden-Chart, für mehrere 4 Stunden. Das heißt, dass wir vielleicht jetzt hier für die nächsten 1-2 Tage erst nochmal eine Aufwärtsbewegung sehen können. Das wäre mit so einer Ending-Situation durchaus nicht untypisch und ihr seht ja, dass das Ganze an Abtrieb da verloren hat. So, gucken wir uns mal an, ob es denn nur bei den Dow-Titeln so ist oder wie es beim S&P aussieht. Dann seht ihr, da ist es nicht ganz so deutlich. Man hat eher den Eindruck, dass hier immer noch Geschwindigkeit Trumpf ist. Wir haben auch nicht diese multiplen Tiefs, also die Chance, dass es nach oben geht, sieht hier weitaus schlechter aus, was vermuten lässt, dass vielleicht hier auch mal sowas passiert, aber insgesamt die Abwärtsrichtung eben noch weiter existent ist. Also ihr seht, dass wir hier, gehen wir ruhig auch mal auf Minuten, machen wir ein bisschen Hardcore jetzt, dass das ja auch noch so latent korrektiv aussieht, aber eben nicht mehr ganz so stark wie beim Dow Jones. Also es sieht schon zumindest mal in Teilen aus, als ob gerade so grenzwertig, aber schon so ein bisschen nach Pause. Also auch hier wäre die Aufwärtsbewegung gar nicht so schlecht. Grob gesprochen, das lässt sich dann leicht vermuten, ist das beim Nasdaq ähnlich. Allerdings auch hier, genauso wie beim S&P, nicht hier Unterstützungsniveau aktuell, hier überhaupt nicht weit und breit. Das heißt, der muss es aus eigener Kraft schaffen. Hier im Minutenchart seht ihr das, dass wir hier auch zumindest mal in Teilen gerade so überlappend sind. Hier vorne war es noch so ein bisschen, aber hier dann wieder nicht. Also je häufiger, desto besser. Das ist also beim Nasdaq, der ist deutlich mehr abwärts orientiert. Ja, kein Wunder, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wie weit geht es denn noch beim Nasdaq, dazu im übergeordneten Video, das ich euch ja entweder schon geschickt habe oder ihr, wie gesagt, selber hier findet. Wahrscheinlich ist auch nochmal ein Link hier in der Nähe des Videos, wenn ihr das jetzt auf Finanzmarkt euch anschaut. Finanzmarktwelt euch anschaut. So, dann wollen wir mal gucken, was der deutsche Markt so kann. Das ist jetzt der DAX. Auch der ist so ein bisschen eierig jetzt. Abwärtsbewegung hat nicht die richtig tolle Motivation. Allerdings, und das muss man dazu sagen, hier die Aufwärtsbewegung auch nicht. Schaut euch das an mit so in solchen Rücksetzern. Das ist klassisch korrektiv. Allerdings seht ihr auch, dass diese und diese hier nicht überlappungsfrei sind. Das heißt, wir haben auf beiden Richtungen im Moment was Korrektives. Das spricht also ebenfalls dafür, dass wir eine Chance haben für zumindest mal eine vorläufige Pause, dass der Markt mal ein Päuschen macht, mal umdreht. Das heißt, für die nächsten Stunden zumindest mal eine realistische Chance. Bevor ihr einen Einstieg findet, ich fände es immer schön, wenn es von einem tieferen Tief geht. Ich weiß, es finden viele jetzt doof, oder muss ja nochmal 60 Punkte runter. Ja, aber dann hätten wir einen guten Ausgangspunkt, nämlich einen echten Tiefpunkt. Den haben wir doch hier auch. Ja, aber hier ist es ja nicht überlappungsfrei. Das ist ja wieder aufwärts auch Korrektur. Wenn er jetzt aber von einem neuen Startpunkt aus mir so ein Szenario bietet, also stark nach oben und ABC nach unten, dann hätten wir eigentlich eine ganz gute Voraussetzung, dass er diese Pause dann auch entsprechend dann nutzt und dann da noch ein bisschen mehr Schwung dahinter ist. Also einheitlich im ganz, ganz kurzfristigen Bild im Moment bei mehreren eine gewisse Chance für einen Dreh, insbesondere bei den Blue Chips, wie man so schön sagt, DAX und Dow. Das ist beim Nasdaq nicht ganz so deutlich, also da ein bisschen Vorsicht walten lassen, denn wir wissen, dass viele sich am Nasdaq im Moment auch orientieren, denn die Techies sind in Gefahr. Und da sieht so aus, als ob da durchaus noch mehr Platz nach unten gegeben ist. Soweit das Update am Nachmittag. Wie gesagt, die Einladung, schaut euch auch das übergeordnete Bild an, was ich in einem anderen Video für alle Indizes oder für viele, auch den SMI für alle Schweizer Freunde, aber auch die Asiaten, den Nikkei habe ich mir angeguckt, den Hang Seng und so weiter. Schaut euch das ebenfalls gerne an, den Russell für den breiten Markt USA. Also das ebenfalls nicht ganz uninteressant. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.